Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic. Wir haben hier einen ganzen Haufen Quests noch, das merkwürdige Geräusch. Okay, wir sollen die Schatztruhe hier öffnen. Alte Schatztruhen öffnen. Ein Schatztruhenhüter. Und tschüss, Schatztruhenhüter. Und die Quest erledigt. Gut, wir nehmen das Teil, das gibt deutlich mehr Geld. Und damit hätten wir das abgeschlossen, den Abschnitt. Feuer mit Feuer bekämpfen können wir auch abgeben. Nehmen wir die Robe mal mit. So. Ja, und wie ihr unten seht, sind wir kurz vor Stufe 43. Und das ging unglaublich fix, wenn man das jetzt so sehen möchte. Wenn man bedenkt, wie wenig Zeit wir jetzt nur noch investiert haben in die paar Quests. So kann man sich eigentlich kaum wundern, dass manche mal so Leute unglaublich schnell in ihren Leveln aufsteigen. So, hier. Das Geheimnis des Gifts gebe ich dir. Was hast du noch für eine Quest wieder? Die Front unterstützen. Die Front unterstützen ist eine Laufquest hier weiter. Das passt und trifft sich perfekt, weil ich ja eh in die Richtung weiter wollte. Und wir sehen hier, wir haben jetzt schon die allermeisten. Nee, die ganzen anderen Quests haben sich hier ausgeblendet von selbst. Ja, ist ja schlimm. Das setzt... macht immer so falsche Hoffnung, dass man tatsächlich schon fast alles hier abgegeben hat und so, aber nee. Nee, Edge, Edge. So. So, gehen wir hier vorne und dann die Quests abgeben. Gucken wir mal, was wir hier alles an neuen Quests kriegen. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit noch Echsen und so. Hilfe für die Front. Oh, upsala. Scheiße. Hoppala, 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 hoppala. Fuck. Wieso habe ich keinen Fokus mehr gehabt gerade? Weil ich eine Stufe hoch aufgestiegen bin, ne? Scheiße. So. So, komm hier. Zack, 3 erledigt. Müssen wir noch die Reste hier erledigen. So, geht doch. Oh, ich glaube, das haben wir irgendwie gerade glücklich geschafft. Das ist tatsächlich so eine Quest, wo viele direkt überrascht werden und beim ersten Mal auch sterben. Das ist bei mir auch, glaube ich, damals so passiert. Ich bin an dieser Stelle auch beinahe gestorben und habe es auch mit Mühe und Not geschafft zu überleben. So, zack. Dann nehmen wir von den beiden Dingern. Ja, das Säure, ne? Ja, wie immer. Die zur zweiten Verteidigungslinie. Okay, dann haben wir das sogar schon erledigt. Ich werde hier aber ganz fix erstmal, wie beim letzten Mal, kurz skillen. Wie ich was skille, habe ich ja jetzt schon erklärt. Und warum und überhaupt. Wieso überhaupt. So, zack, das noch hoch. Und den Herzsammelhieb wollte ich ein bisschen höher ziehen. Können wir ja. Jetzt Stück für Stück. So. Okay. Hier vorne um die Ecke haben wir noch eine Quest abzugeben. Und dann geht es noch weiter nach vorne zur nächsten Verteidigungslinie. Aber erstmal, was hast du für eine... was willst du haben? Oder warum soll ich dir die Quest geben? Verbotene Liebe, ui. Unausweichliches Schicksal. Ist eine Laufquest. Wieder zurück in die Obsidianfeste. Na gut, das machen wir später. Ich denke mal, wir werden hier vorne in der Garnison sowieso gleich nochmal Laufquest für die zur Obsidianfeste kriegen. Deshalb werde ich das gleich machen. Es gibt halt immer so ein paar Dinge, da muss man ein bisschen vorausahnen, was dann kommt. Und dann kann man das in aller Ruhe machen. So, hier vorne, das ist wahrscheinlich die zweite Verteidigungslinie. Dort wird wahrscheinlich jetzt etwas Ähnliches passieren. Machen wir uns doch schon mal bereit. Ja. Aber hier drauf waren wir jetzt vorbereitet. War nicht mehr ganz so überraschend. Bitteschön. Diese Monster sind eine richtige Plage. Ja, so ein bisschen. Gut, dann können wir hier die Quest abgeben. Loran Yates aufsuchen. Wer ist das denn? Nochmal ein Stückchen wieder zurück, okay. Dann rennen wir da nochmal zurück. So.
Ah, du bist das. Frontveteran. Geschichte der Stadtmauern. Ich werde das mal hier nur mal ganz kurz zeigen, damit ihr es auch ja, zur Not in YouTube pausieren könnt und lesen könnt, wenn euch das interessiert. Für mich sind die ganzen Dinge ja nicht so neu. Ich habe die mal alle irgendwann gelesen gehabt. Ja. Jop, jop, jop. Gut, dann sind wir hier jetzt in der Garnison des Ordens der Dunklen Lore und werden hier erstmal alles an Questen mitnehmen, was kriegen können. Kakteenjagd. Okay, wir müssen erstmal hier verkaufen. Hier gibt es zum Glück, meine ich, eine Händlerin. Oder einen Händler. Hier irgendwo gab es sowas auf jeden Fall. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja. Ja. Ich muss mich mal hier kurz durchklicken. Ich war mir ziemlich sicher, dass hier eine irgendwer verkauft. Oder gekauft. Nein. Okay. Dann schmeiße ich nochmal immer noch mal mit dem Rucksack frei genug. Hier so ein bisschen was kann man doch bestimmt noch irgendwo wegschmeißen. Das Ding hier. Oh, das können wir gerade entsorgen. So. Gut, dann gehen wir nämlich jetzt nochmal durch die ganzen Quests hier durch. Ich kann ja erstmal hier die, bei dem die Quest abgeben. Hilfe vom Orden. So. Ups, das ist meine so epische Questreihe, ne? Upsala. So. Das ist ein seltenes Stück Metall. Ihr seid ein Glückspilz, eines zu besitzen. Ich schicke es unserem Schmied im Obsidianfeste. Geht zu Peter, um eure Ausrüstung abzuholen, sobald ihr dazu Zeit findet. Doch jetzt besorgt ein köstliches Skorpionbein von einem Schwarzfeld-Skorpion oder einen Stachelschwanz-Skorpion. Dickes Fruchtfleisch von einem Fruchtkaktus oder einem Blütenkaktus und schmackhaftes Echsenfleisch von einer dieser Echsen und gebt alles Peter. Es ist ein angemessener Lohn für die viele Arbeit an eurer Ausrüstung. Okay. Ausrüstung auf, Ausrüstungsaufwertung. Kakteenjagd. Holzkiste mit Kaktus. Leguanleger, Leder. So, wir finden Skorpionschwänze nochmal. Nochmal Skorpionen. Blacky ist weg. Blacky ist auch, wird auch eine schöne Sache sein. Den zu finden. Definitiv keine schwarze Magie. Wir müssen seine Idee anhören. Ja, ich verstehe. Okay. Also wir müssen magische Magie des Feuers, müssen wir die Mana-Speicherkugel benutzen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Besorgt gegrilltes Skorpionfleisch. Okay, das sollte irgendwo hingeflogen sein oder so, dann können wir, oder so, dann müssen wir das mal nur finden, glaube ich. Ja. Gut. Okay, haben wir hier sonst noch? Der da drin haben wir noch eine Quest anzunehmen oder abzugeben erstmal und dann anschließend wahrscheinlich was zum Annehmen. Zwei sogar abzugeben. Monatlicher Forschungsbericht. Ist wieder eine Laufquest. Wunderbar. Ja, wir müssen, haben jetzt einen ganzen Haufen Laufquests nochmal zurück zur Obsidianfeste bekommen. Allerdings möchte ich, nur der Sicherheit halber, hier vorne hatten wir ja jetzt gerade ein Skorpionfleisch gegrillt, jetzt ist das irgendwie weggeflogen, das sollen wir suchen, dann werde ich mal ganz kurz, Sicherheit halber, eine kurze Runde drehen und gucken, ob ich es auf Anhieb finde. Warum? Ganz einfach, deswegen, weil ich die Vermutung habe, dass es passieren könnte, dass die Quest sonst verbuggt, wenn ich gleich mal eine Aufnahmepause mache. Ja. Na gut, im Notfall kann ich es abgeben und neu annehmen. Und im allerhöchsten Notfall mal an den Support anschreiben. Der ist ja tatsächlich deutlich besser geworden. Seitdem jetzt Gameforge dran ist, das muss man Gameforge lassen. Die sind zwar scheiße geldgeil, aber haben jetzt mittlerweile einen relativ guten Support aufgebaut.
der wirklich innerhalb einer kurzen Zeit ja, sich auch zurückmeldet. Ja, findet ihr das schmackhafte Fleisch? Ich gerade nicht. Also, ist jedenfalls nicht das schmackhafte Fleisch, sondern das gebratene Skorpionfleisch, welches irgendwie weggeflogen ist. Ja, wir sehen hier, wir müssen erstmal die ganzen Tiere der Umgebung ganz normal killen, ein bisschen zu Standardzeug eben. Nichts, was man nicht hinkriegen würde. Ne, sehen wir, finde ich gerade nicht. Das Skorpionfleisch ist ja jetzt auch gerade noch nicht so wichtig, dass er, wenn ich mich mit der Quest nochmal später beschäftigen. Dann gehen wir jetzt mal ganz fix rüber zu Obsidianfeste. Dort geben wir dann noch die restlichen Quests ab und ich denke, dann reicht das auch erstmal für diese Aufnahmesession. Dann haben wir schon einen ganzen Teil des Stopptuffikens jetzt abgeschlossen. Zwar kommt jetzt ein noch größerer Teil und danach ein noch größerer Abschnitt, aber ja, wir rasen hier schon richtig gut durch den Stopptuffikens Canyon, muss man einfach so sagen. Mein Plan, nämlich nach dem Stopptuffikens Canyon, ist es mal wieder auf unsere Hauptklasse zurück zu switchen. Hauptklasse, auf unsere Nebenklasse zu switchen, also zum Priester. Und dann mit dem Priester das Drachenzahngebirge komplett durchzuquesten, damit wir dann anschließend mal in die CA können, also die Zyklopen-Eni. Das wird auch dort ein interessantes ja, Eni-Ründchen werden. Gut, aber bis wir so weit sind, dann dauert es doch noch ein bisschen, weil das Drachenzahngebirge doch etwas umfangreicher ist, als man es zuerst annehmen möchte. Hoppala, Sabelia hier. Unausweichliches Schicksal. Ja. Belias Entscheidung. Okay, es hat sich irgendwie entschieden. Ah, ist eine Laufquest noch. Das machen wir auch noch gleich. Die 2-3 Minuten haben wir noch. So. Jep. Monatlicher Forschungsbericht. Und ja, anscheinend haben wir hier beides bekommen. Entlassung der Hilfskraft. Wir waren ja halt bis gerade eben nur eine Hilfskraft des Ordens der Dunklen Glorie. Jetzt sind wir endlich entlassen worden, haben unsere Aufgabe erledigt. Und das auch wahrscheinlich mit Bravour. Hoffe ich doch mal. So. Söldnerplatz noch rüber. Dort haben wir noch eine Quest abzugeben. Bei dem Glockenblumen der Zuneigung. Ist das eine Lauchquest oder ist das eine normale Quest? Das scheint eine normale Quest zu sein. Gucken wir mal hier ganz kurz in meiner Liste. Da, genau, wir müssen Glockenblumen sammeln. Okay. Das soll es aber, wie gesagt, erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt ja mal, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da lassen, einen Kommentar hinterlassen, whatever. Einen Daumen nach oben, Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.